Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu meiner Legung für den Dezember. Ich habe hier auch wieder die Tarotkarten gelegt. Wie es denn jetzt im Dezember weitergeht, und da möchte ich vorher noch ein paar Worte zum November sagen, wie das gelaufen ist, und mich würde auch interessieren, wie es bei euch gelaufen ist. Also im November war ja die Energie so, dass es große Veränderungen geben sollte, plötzliche Veränderungen, und aber dass nur eine vorübergehende Phase ist und dennoch harmonische Energie und auch sehr positive Energien zu uns gekommen sind. Ja, und für mich persönlich, da habe ich auch extra ein Video noch gedreht, dass direkt nach der Legung vom November diese Dinge bei mir eintraten. Und der ganze November zog sich auch so hin, dass im November bei mir persönlich, also echt richtig heftig, was passiert ist. Vielleicht kann ich euch auch ein bisschen davon erzählen. Also zum einen hatte ich plötzlich diese Erfahrung, dass ich erkannt habe, dass das Leben, so wie ich es jetzt gerade geführt habe, nicht das Leben ist, was ich wirklich wollte. Und vorher hatte ich es immer geglaubt. Ich stand plötzlich da in meinem Garten und hatte plötzlich keine Lust mehr auf die Dinge, die ich früher immer Lust hatte. Und fragte mich, was will ich wirklich? Da kam ich so an den Punkt, dass ich das erkannte. Da habe ich auch darüber gesprochen in der Legung, also in dem Videozusatz zum November. Genau, ja. Und ich habe dann auch einige Aufstellungen gemacht, um die Themen nochmal an die Eltern zurückzugeben, und dann ging der Prozess richtig los, und dann fing es an, dass mein Auto kaputt ging. Mein Auto ist kaputt gegangen plötzlich, aber so sehr, dass die Reparatur dann auch so teuer war, dass ich die gar nicht einfach so bezahlen konnte und dass es auch keinen Sinn mehr hatte, weil es ein wirtschaftlicher Totalschaden war. Ja, und kurz darauf, also einen Tag später, bin ich dann zu meiner Freundin nach Bayern gefahren, ganz spontan. Ich hatte vorher auch so dieses Gefühl, ich will reisen und ich will ausbrechen aus diesem Leben. Ich will am liebsten einfach loslaufen und irgendwas erleben und Abenteuer, und ich fühlte mich immer so gefangen und hier festgebunden. Ja, so, und dann habe ich das einfach gemacht und bin wirklich dann ich weiß nicht wie viele Kilometer, 800, 900 Kilometer sind das, dahin gefahren mit einem Bummelzug. Also ganz spontan entschieden und bin dahin. Natürlich, das hat richtig was ausgelöst. Also ich hatte richtig Ängste. Das kann ich doch nicht machen, und das geht doch nicht. Ich muss doch verfügbar sein. Ja, die Kinder waren beim Vater. Und dennoch hatte ich das Gefühl, ich muss trotzdem da sein und ich muss verfügbar sein und ich darf nicht weg, ich darf das Haus nicht verlassen, ich muss funktionieren. Und also das waren so richtig heftige Themen, die dann so hochkamen, als ich dann so am Bahnhof stand und ich überlegte, nein, das kann ich doch nicht machen, ich muss umdrehen.
Ja, so. Und dann auch immer dieses Gefühl, ja, wie geht's jetzt weiter? Ich brauche das Auto. Ohne das Auto kann ich die Kinder nicht in den Kindergarten bringen. Ohne das Auto bin ich aufgeschmissen hier. So, ich wohne hier auf dem Land, bin hier ganz ruhig und bin auf dieses Auto angewiesen. Der Bus fährt nicht so oft und ja, so. Und dann habe ich mir halt immer wieder gesagt, es wird irgendwie weitergehen. Wer weiß, was das Universum für mich geplant hat. Ja. Naja, jedenfalls bin ich dann halt zu meiner Freundin gefahren und habe da dann auch noch einiges an Themen aufarbeiten können. Dann, also es ging richtig ab, diesen November. Also da wurde man richtig gefordert, in die Tat zu kommen. Tatsächlich so, wie ich es auch geschrieben hatte, dass es darum geht, um die in die Tat zu kommen. Und ich hatte auch jetzt gestern noch eine Legung gemacht im Seelenpartner-Orakel, worum es geht diese Woche. Und da steht immer noch diese Energie des in die Tat kommens. Ja? Also, dass wir etwas, dass hier etwas geplant ist, dass wir unsere alten eingefahrenen Muster durchbrechen und dass wir wirklich in diese Energie kommen und etwas tun, um da herauszukommen. Also geht es nicht nur um innere Arbeit, sondern auch um die Tat im Außen und um da durchzubrechen, und dann schubsen wir den Prozess dadurch auch noch heftig an. Also ich würde auch sagen, also das wäre schon gut, wenn man dann jemanden dabei hat, der einen unterstützt, der einem zur Hilfe kommt, der vielleicht den gleichen Weg hat und der dann mit dir durch die inneren Prozesse gehen kann und mit dir zusammen dich daran erinnert, auch zu fühlen, im Vertrauen zu bleiben. Ja, darum geht es auf alle Fälle, dass wir ins Vertrauen kommen. Das hatte ich auch letzten Monat dann noch erkannt. Dass es wirklich darum geht, einfach zu sagen, ja, ich gebe es an Gott ab. Ich überlege nicht die ganze Zeit, ja, wie soll es weitergehen? Wie mache ich das jetzt? Und wie soll das bitte gehen? Und wie soll das umzusetzen sein? Sondern sagen, Gott, Universum, je nachdem, an was man glaubt. Ich brauche jetzt Hilfe. Ich habe mir auch gesagt, ich brauche ein Auto. Ja? Und habe gesagt, ich gebe es nach oben ab. Es wird alles gut. Irgendwie wird es gut. Ja, und dann habe ich halt auch allen Bescheid gesagt, das Auto ist kaputt und wie die Situation ist. Ich habe jetzt niemanden angebettelt oder so, ja, hilf mir oder irgendwas. Aber die Situation hat sich im Endeffekt aufgelöst und ich habe sogar etwas manifestiert. Denn dieses Auto, was ich jetzt habe, habe ich einen Tag vorher, saß ich einen Tag vorher drin, das ist von meiner Freundin, die hat genau das Gleiche. Ich saß da drin und habe mir gedacht, boah, so eins hätte ich auch gern. Hab dann aber gleich wieder losgelassen, weil ich brauche das nicht. So, ich brauche das nicht. Ich will das auch nicht unbedingt haben. Und darum geht es wahrscheinlich auch beim Gesetz der Anziehung und beim Manifestieren. Wenn du etwas unbedingt haben willst und so einen Herzenswunsch hast, so einen richtig tiefen, der wirklich dann, wo du wirklich immer dran hängst und nicht loslassen kannst, dann wird es nie in dein Leben kommen, weil das so ein Mangelzustand ist, den du in dir erzeugt hast. Und das erfahre ich immer wieder. Wenn du etwas haben möchtest und etwas brauchst, also so ist es bei mir, dann kommt dann so ein Gedanke, boah, ich bräuchte das und das. Und dann denke ich mir, ach, so wichtig ist das nicht, ich kriege das schon irgendwie ohne das hin. Ich habe ja irgendeinen Ersatz dafür.
Wie zum Beispiel das mit diesem Auto. Ich saß da drin, oh, tolles Auto und so, so eins hätte ich auch gern. Aber ich brauche das nicht, ich habe meins, das funktioniert, das fährt. Ja, so habe ich gedacht. Und dann habe ich diesen Wunsch losgelassen. Und ich bin damit dann zufrieden. Also ich bin damit im Frieden, so wie es gerade ist. So, und dann ist da tatsächlich genau das gleiche Auto, steht jetzt vor meiner Türe. So. Ich will jetzt noch nicht genau die ganzen Umstände, es dauert alles zu lang, aber das Auto steht jetzt vor meiner Türe. Ja? Und es wurde mir dahingestellt. Das Universum hat mir das Auto vor die Türe gestellt. Ja? Egal durch wen, durch was und wie die Umstände, darum geht es nicht. Es geht darum, dass du vertraust, dass das Universum für dich sorgt, ja, und dass es immer weitergeht, ja. Und dieses Vertrauen, das habe ich so in mir gefestigt, dass ich weiß, wenn ich gerade mal kein Geld habe, dass es trotzdem weitergeht. Oder wenn ich mal Sorgen habe, das geht irgendwie weiter, ja. Und vielleicht geht es auch darum in den Seelenpartnerschaften, dass wir auch das loslassen dürfen, was wir unbedingt haben wollen, dieses Haben wollen loszulassen, ja? Dass wir unbedingt haben wollen, dass der Partner bei uns ist, dass wir diese Beziehung so und so leben wollen, dass wir ihn haben wollen und so weiter und so fort. Dass wir einfach das loslassen und sagen, es ist gut, wie es jetzt ist. Und dann wird das Universum uns antworten. Ja, dann habe ich diese chaotische Veränderung ist bei mir eingetreten mit dem Auto. Dann sind einige Sachen bei mir haben sich verändert, also das war richtig heftig und es kamen sehr viele Themen in mir hoch, die ich anschauen durfte, Gefühle, die ich fühlen sollte, die ich unterdrückt hatte noch und Themen, die aufgearbeitet werden sollten. Ja. Jetzt reicht es erstmal. Ich fange jetzt mal an mit der Legung. Und ich habe hier 5 Karten gezogen vom Tarot. Sind das die ersten Karten, die ich gekauft habe in meinem Leben. Das heißt so, das Tarot der neuen Hexen. Ich hatte mich früher mal für Hexen interessiert und ja, Wicca und so. Und dann habe ich mir dieses Tarot gekauft, weil das war eines der schönsten so zu der Zeit, was ich so gefunden hatte. Und dann habe ich damit einiges gemacht. Und immer wieder gelegt und so. Und aber dann irgendwann, ja, war mir das irgendwie unheimlich. Und ich habe das Ganze, dann die Hände davon lassen wollen. Und ich wollte nicht mehr meditieren. Und so eine komische Phase hatte ich da. Weil ich so Erfahrungen gemacht habe und noch keine Ahnung hatte von diesen Dingen. Und das hatte mir am Anfang Angst gemacht. Über meine Wahrnehmungen und so. Und dann habe ich da mich distanziert von jeglichen spirituellen und eine ziemlich lange Pause gemacht. Und dann später habe ich wieder angefangen und habe mir halt auch noch andere Karten gekauft und habe meditiert und solche Sachen gemacht. Okay, wir haben hier die Karte Entwicklung, 4 der Stäbe. Und hier geht es darum, dass das Universum schon vernimmt, dass wir viel gemacht haben und dass wir jetzt die Belohnung dafür ernten und dass es so eine kurze Ruhephase geben wird. Dass es aber auch nur eine kurze Ruhephase sein wird, weil das dann wieder weitergeht mit der Arbeit. Aber hier wird auch davor gewarnt, dass du zu schnell vorangehst mit dem Prozess und dass du das langsam einfach auf dich zukommen lassen sollst. Also der Dezember ist nicht so diese männliche Tatenergie wie im November,
sondern eher die weibliche Energie, wo es darum geht, die Dinge auf sich zukommen zu lassen, innere Arbeit zu machen. So, und dann wird hier in dieser Karte auch noch, die weist auch darauf hin, dass in Beziehungen zu dem Partner oder in Beziehungen zur Familie, je nachdem, dass da das leichter wird, dass da Dinge sich gelöst haben und dass Spannungen nachlassen und dass die Situation glücklicher und harmonischer wird. Und Personen, die jetzt keinen Partner haben, für die bedeutet das, dass hier romantische Schwingungen in der Luft liegen und das darauf hindeuten kann, dass das knistert zwischen dir und irgendjemand anderen oder dass jemand auf dich zukommen wird, den du kennenlernen könntest. So auf dieser Liebesebene. Also hier im Allgemeinen nochmal. Es ist eine harte Zeit gewesen, du bekommst jetzt die Belohnung, es ist gerade harmonischer und dass es jetzt eine kurze Ruhephase geben wird und der Prozess dann langsam weitergeht. Nicht mehr so heftig, aber langsam. Er geht weiter. Also du bist durch das Gröbste im Moment durch. So. Hier haben wir noch diese Karte, also Hingabe, 3 der Scheiben. Die besagt eigentlich auch das Gleiche wie die erste Karte. Und zwar, dass du durch eine Phase gegangen bist, ja, und diese abgeschlossen ist. Und jetzt beginnt eine neue Phase. Du wirst, das geht aber hier auch um Fertigkeiten, um deine Lebensaufgabe, um deine Talente, um Arbeit. Und es geht hier darum, um diese Hingabe an die Arbeit und an diese Tätigkeiten und deine Talente, die du hast. Und dass du da dranbleiben solltest, ja? Dass du nicht aufgeben sollst, dass du an dieser Sache arbeiten solltest. Und das geht jetzt nicht um die Tat an sich, sondern um diese innere Haltung dazu. Und ja, dass du einfach da an dieser, dass du mit Hingabe an deiner Arbeit arbeitest, dass du mit Hingabe in diesen Themen, was ist ich, das ist so eine Karte für Handwerker und Fertigkeiten, ja, oder Künstler, ja, und hier geht es wirklich darum, einfach diese Begabung, dass du diese Begabungen wirklich verfeinern kannst, dass du da wirklich üben musst an diesen Begabungen, dass du nicht aufgeben sollst, wenn es mal nicht klappt, sondern dich einfach noch mehr da hinein vertiefen sollst. Und es geht auch hier darum, dass du einen Fortschritt gemacht hast und dass du dich aber noch mehr disziplinieren solltest. Ja? Und manchmal hilft es auch, Menschen, also dass man sich mit Menschen umgibt, die das Gleiche machen oder die einen auch auf dem inneren Weg begleiten. Also wenn es jetzt nicht um die Tat an sich geht, geht es um diese innere Arbeit, ja, dass man jemanden findet, der einen unterstützt, der auf der gleichen Welle mitschwimmt, der in der gleichen Reisegruppe ist oder mit dem ihr wirklich auf einer Wellenlänge seid, so, wenn es mal so auszudrücken. Und das merkt man einfach daran, dass die Leute die gleichen Themen haben, die gleichen Ängste oder die gleichen Erfahrungen und Erkenntnisse durchmachen zur gleichen Zeit wie ihr. Daran merkt ihr eigentlich, dass ihr die gleichen,
dass ihr auf der gleichen Wellenlänge seid oder dass ihr in der gleichen Seelenreisengruppe seid. Ja, so. Ich erkläre erstmal so die einzelnen Karten. Hier 6 der Schwerter, Trost. Interessant ist gerade 11.11 Uhr. Und ich habe die Karte 6 der Schwerter, Trost. Und hier geht es darum, dass du dich physisch oder mental aus Schwierigkeiten befreist oder befreien wirst. Vielleicht wirst du auch an einen anderen Ort reisen. Das ist auch eine Reise, es kann auch eine Reisekarte sein. Und dich da an dem anderen Ort von diesen Problemen befreien. Ja? Das ist, diese Karte bedeutet so, dir fällt ein Stein vom Herzen. Und vor allem im Bereich der Beziehungen kann das bedeuten, also bedeutet es, dass es leichter wird. Dass man sich mit irgendwelchen Problemen auseinandersetzt und dann wird alles wieder gut und dass Angst und Sorgen erlöst werden. Beziehungen werden leichter. Ja? So, und hier haben wir das ja auch. Hier ist es einmal da, dass das besser wird, dass es jetzt ruhiger wird, dass du Belohnung ernten wirst. Diese Karte sagt eigentlich das Gleiche an. Ja? Und diese ganz, ganz sicher, hier fällt ein Stein vom Herzen. Du wirst belohnt für deine harte Arbeit mit dir selbst. Du wirst belohnt, dass du durch deine Ängste durchgehst, dass du deine Ängste nicht wegdrückst und dass du mutig bist. Ja? Dann haben wir hier die Intuition, Königin der Kelche. Das ist so für mich so eine ganz weibliche Energie, weil es darum geht, ins Fühlen zu kommen und auf seine Intuition zu hören, auf sein Inneres, seine innere Stimme. Auch im Bereich der Schönheit, sich selbst zu lieben. Und zwar diese Ausstrahlung. Die Königin der Kelche strahlt eine... Das ist eine Frau, die nicht besonders hübsch ist, aber die eine unwahrscheinliche Schönheit ausstrahlt und daher extrem anziehend wirkt. Und das ist so diese innere Schönheit. Und hier geht es wirklich um die Weiblichkeit. Um die Weiblichkeit in dir, dass die Weiblichkeit in dir zum Vorschein kommen kann. Diese Schönheit, diese innere Schönheit. Ein Mensch, der sehr mitfühlend ist und auch eine mütterliche, beschützende Energie. Uns Frauen soll diese Karte auch erinnern, daran, dass wir nicht nur Mutter, Haushälterin oder Karrierefrau sind, sondern unsere geheimnisvolle und sinnliche Seite in uns zu stärken und in uns zu entdecken und zu leben. Ja? Wir sind halt hier aufgefordert, wirklich die Gefühle zu erforschen, zu durchleben und uns auf unsere weibliche Seite zu achten. Und diese weibliche Energie noch mehr in uns zu integrieren und anzunehmen. Und für die Männer, die hier zugucken, auch. Weil jeder hat einen männlichen Anteil und einen weiblichen Anteil in sich. Und hier werden die Männer aufgefordert, auch diese Seite in sich zu entdecken und anzunehmen. Ja, und dann habe ich hier nochmal die Karte Fertigkeit 8 der Scheiben. Also die 8 der Scheiben, da geht es darum, dass Veränderungen kommen, ja?
Und dass die Veränderungen etwas später eintreten, als wir erwarten. Das kann auch eine Midlife-Crisis anzeigen. Und hier geht es darum, wieder, wie das gleiche wie im November, dass wir dieses Leben, wie wir es bisher gelebt haben, hinterfragen sollten, ob es wirklich das Leben ist, was wir wollten, ob nicht ein anderer Beruf vielleicht das Richtige für uns wäre oder ein komplett anderer Lebensstil. Da kommt dann halt wirklich die Frage, wollte ich wirklich immer nur arbeiten oder will ich eigentlich Kinder haben? Will ich reisen oder will ich eigentlich überhaupt nicht mehr arbeiten und einfach meine Lebensaufgabe leben? Solche Fragen kommen dann auf, ja? Und das hatten wir im November schon. Ja? Und welche Art von Leben führe ich? Ist das das Leben, ist das mein Leben oder ist das gleiche Leben, was meine Mutter eigentlich mir vorgelebt hat oder meine Eltern von mir erwartet haben? Also das sind heftige Angstgefühle, die dann hochkommen werden könnten. Ja? Und das ist wirklich heftig, wenn man diese Ideen in die Tat umsetzen möchte. Und hier geht es wirklich darum, wieder zu vertrauen, ja, auf das Universum, dass wir beschützt werden. Und das Universum fordert dich auf, dies in die Tat umzusetzen, deine Herzenswünsche zu leben, ja. Und da haben wir hier ja die Intuition daneben, dieses innere Gefühl, ja, und dann diese Karte. Und das bedeutet für mich auch wieder, dass es wirklich darum geht, auch auf dieses Urvertrauen wieder und auf dieses Gottvertrauen, dass wir das in uns integrieren und darauf achten und dass wir keine Angst haben, dass wir die Ängste wirklich dann nehmen und sagen, hier Gott, bitte nimm es und löse das für mich auf, hilf mir dadurch und zeige mir den richtigen Weg. Wie kann ich das umsetzen? Und verliere ich wirklich alles oder was ist es wirklich wahr, wenn ich jetzt diesen Weg gehe, den ich mir immer gewünscht habe, dass es gar nicht geht und ich muss doch aber, das ist alles nur der Verstand. Aber, sobald aber kommt, ist das die Illusion. Ja? Selbst wenn du sagst, ja, ich habe aber kein Geld, es gibt immer irgendeine Möglichkeit. Wenn du etwas willst, kannst du es umsetzen. Es gibt für alles eine Lösung. Und hier geht es darum, im Dezember, mit dieser Karte, wirst du wirklich in diese Energie kommen und in diese, vielleicht auch in diese Zwickmühle, dass du überlegst, wie soll es weitergehen? Ich möchte ja gern eigentlich das, aber. Ja. Ja, dann kann diese Karte auch bedeuten, dass eventuell eine Eheschließung, wo du gar nicht mit gerechnet hast, also eine etwas spätere Eheschließung oder eine neue Phase in einer bereits existierenden Beziehung beginnt. Das kann auch eine Reisekarte sein, also einmal hier die 8er-Scheiben und einmal die 3er-Scheiben. Das sind beides Reisekarten, ja. Hier, diese Reisekarte kündigt aber eine Hochzeitsreise an. Ja? Vielleicht ist das auch so eine Art innere Hochzeit. Ja? Dieses Verbinden mit deinem Herz und mit dem höheren Selbst, mit dir und deinem höheren Selbst. Und ja, also der Dezember geht langsam los, also der Prozess
ist ruhig, entspannt, es wird alles leichter, dir fällt ein Stein vom Herzen, es geht hier um die weibliche Energie, nicht so sehr in die Tat zu kommen, ja, so wie im November, da ging es ja darum, wirklich auch die Abenteuerlust in sich zu schüren und rauszubrechen, ja. Jetzt hast du mal ein bisschen Ruhe. Und hier geht es darum, dich zu entscheiden für dein Leben, für dein wahres Leben und nicht das Leben, was du tun solltest oder müsstest oder weil es und aber. Ja? Also das ist der Dezember und wir werden trotzdem, ist es wirklich hart, ja? Weil das ist schon ein richtiges Thema, was wir da wieder loslassen dürfen. Ja? Ja, und dann habe ich noch gefragt, was gilt es zu tun? Und da kommt die Karte Enttäuschung, 10 der Schwerter. Und das bedeutet, dass wir erkennen, was die Illusion ist. Dass wir erkennen, was nicht wahr ist. Dass wir die Täuschung durchschauen. Unsere eigene Täuschung. Unsere eigene Illusion von dem, was wir glauben oder was wir bisher geglaubt haben. Siehe hier zum Beispiel. Und zwar kann ich es nochmal erklären. Es geht darum, auch die Glaubenssätze nochmal zu hinterfragen, die hinter den Themen stehen. Und dass wir uns klar werden, was wirklich die Wahrheit ist. Dass wir die Dinge durchschauen, dass wir alles hinterfragen, ja? Und dass wir uns selbst enttäuschen. Nicht enttäuschen im Sinne von, oh, ich bin jetzt so traurig, sondern dass wir die Täuschung aufdecken, ja? Wo wir uns immer getäuscht haben, dass wir die Augen öffnen und erkennen, was wirklich wahr ist. Ja? Ja. Das ist der Dezember. Und ich werde euch auch noch weitere Legungen die nächsten Tage für euch machen. Und wer eine private Legung haben möchte, der kann mich gerne buchen und bei mir an mir eine E-Mail schicken. Es ist immer genauer, wenn wir das privat machen. Das ist ja eine allgemeine Legung. Und so, wie ich es jetzt gerade gelegt habe, sind die allgemeinen Energien im Dezember. Und viele bestätigen auch immer diese Art der Energie und können auch Geschichten erzählen. So, ich habe einige, die mir dann halt auch erzählen, wie es bei ihnen läuft, und das ist dann meistens sehr stimmig, eigentlich immer so. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr mir schreibt, wie es euch ergangen ist und was ihr so an Erfahrungen gemacht habt. Wenn ihr positives Feedback hinterlasst in den Kommentaren, da freue ich mich auch immer sehr. Und ihr könnt auch meinen Kanal abonnieren und ich freue mich auch über Gefällt mir Angaben. So, also ihr Lieben, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.